Ja, Strandfeeling pur, das gibt's auch auf der ITB und zwar am Stand von L-Tour in der Halle 25. Auch eine Surfbar und Liegestühle gibt's hier. Warum präsentiert sich denn L-Tour überhaupt auf der ITB? Es gibt's doch im Internet und es kennt eigentlich jeder. Wir freuen uns natürlich, heute hier zu sein auf der größten Reisemesse der Welt. Und wir freuen uns auch sehr auf unsere Kunden, die am Wochenende hier hoffentlich vorbeikommen und ein bisschen Spaß mit uns haben in unserem Beachclub. Was kann man denn für einen Spaß hier haben? Naja, man kann sich hier hinsetzen, man kann ein bisschen Palmen, Sonne, Strand genießen, dazu einen wunderbaren und frisch gepressten Orangensaft trinken. Ja, ist doch schon mal eine nette Auszeit vom Berliner Alltag, oder? Auf jeden Fall. L-Tour ist ja nun der Last-Minute-Spezialist. Last-Minute wurde ja oftmals schon totgesagt. Wie sieht es denn in Wirklichkeit aus? Ja, Last-Minute wird es natürlich immer geben, weil Last-Minute ist ja auch ein Lebensgefühl. Es gibt halt immer mehr Menschen, die ihre Reise nicht mehr ein Jahr im Voraus buchen und planen wollen. Und die kommen natürlich dann zu uns, weil bei uns gibt es eben auch noch kurz vor Abflug immer noch etwas zu buchen. Also im Grunde genommen können sie sogar zum Flughafen kommen und mit uns dann verreisen. Und wie viel spart man im Gegensatz zum Katalogpreis? Sie können immer noch bis zu 50%, manchmal sogar noch mehr sparen. Also 50%, wenn Sie sich so bis 4 Wochen vorher entscheiden für eine Reise. Wenn Sie ganz, ganz, ganz flexibel sind und wirklich wenige Stunden vorher buchen, dann sind sogar manchmal noch 75% drin. Und nun sind Sie natürlich auch hier, weil es was Neues gibt bei L-Tour. Nämlich was? Ja, wir haben dieses Jahr in der Tat etwas Neues auf den Markt gebracht und zwar eine Urlaubsflatrate. Sowas kennt man ja eigentlich nur aus der Telekommunikation und das gibt es jetzt eben auch für Reisen, die erste Urlaubsflat und da ist eben nicht nur All-Inclusive mit drin, also was man halt so kennt, die Rundumverpflegung, sondern eben auch andere angenehme Extras, zum Beispiel der Privattransfer. Das ist ja etwas, wo die Leute nicht so gerne haben, im Bus stundenlang von Hotel zu Hotel gefahren zu werden und bei unseren Flatrate-Angeboten wird man jetzt sozusagen exklusiv privat chauffiert und das Ganze gibt es also mit All-Inclusive, Privattransfer, WLAN inklusive, Obstkorb und einigen anderen Dingen schon ab 444 Euro die Woche und das können Sie in rund 100 Hotels buchen, zum Beispiel in der Türkei, in Spanien, in Griechenland, in Dubai, ja. Wann ist Ihr nächster Urlaub? Mein nächster Urlaub wird im Mai sein und ich werde sehr wahrscheinlich nach Griechenland fahren. Na dann, gute Reise und vielen Dank. Dankeschön.